Hallo YouTube, herzlich willkommen hier in diesem neuen Video. Dieses Video wird eine weitere Ausgabe in der Lightroom Secrets Reihe werden. Und zwar, wie du beim Import deiner Fotos bereits einiges an Arbeit von Lightroom dir abnehmen lassen kannst. Bevor es aber losgeht, wie immer etwas in eigener Sache. Da unten befindet sich der Abonnieren-Button. Nie wieder ein Video von mir verpassen. Falls du es noch nicht getan hast, abonniere jetzt meinen Kanal. Ich bedanke mich schon einmal im Voraus bei dir. Vielen herzlichen Dank. Falls du dieses Video auf einem Mobilgerät schauen solltest, kannst du auf die Anmerkungen im Video nicht klicken. Die wichtigsten Infos werde ich dir da oben über ein Infosymbol einblenden. In Lightroom angekommen habe ich mir ein Foto ausgewählt. Das Foto ist in Österreich entstanden am schönen Bodensee und ich möchte jetzt Lightroom dazu bringen, dass es mir bereits beim Import schon einiges an Arbeit abnehmen kann. Dazu gehe ich als allererstes in das Entwickeln-Modul und gehe hier auf die Grundeinstellungen und beginne hier mit meinen Standardkorrekturen. Die Lichter vielleicht so um die 30 nach unten, die Tiefen vielleicht so um die 30 nach oben. Dann die Klarheit werde ich um 10 anheben und die Dynamik um 15. So, okay. Die Grundeinstellungen hätte ich somit schon durch und wechsle dann als nächstes auf die Details. Da werde ich mir das Schärfen erstmal komplett rausrechnen lassen und das Luminanzrauschen so um die 10 reinregulieren. So ungefähr, genau. Ich schließe die Details und wechsle jetzt auf einen Reiter, den ich so gerne und immer wieder vergesse, auf die Objektivkorrekturen. Wechsle hier oben auf das Profil und hake mir das chromatische Aberration entfernen an. Okay. Aktuell bin ich ein großer Fan der Vignettierung, von daher werde ich mir die natürliche Vignettierung hier bei den Objektivkorrekturen zurückholen. Wechsle anschließend auf den Menüpunkt manuell und werde die Intensität bei Lila um plus 2 und bei Grün um plus 2 reinregulieren. Okay, das waren die Objektivkorrekturen. Mehr soll Lightroom zu Beginn bei einem Import an meinen Fotos überhaupt nicht verändern. Das reicht erstmal, damit jetzt Lightroom die Grundeinstellungen auf jedem Foto bereits bei einem Import anwenden kann, benötige ich eine Vorgabe. Die Vorgabe erstelle ich mir hier drüben links mit dem Plus-Symbol. Es öffnet sich ein neues Fenster und wir brauchen als allererstes einen aussagekräftigen Vorgabenamen. Ich habe mir meine Vorgabe als Importvorlage benannt, genauer gesagt Kitea Importvorlage, und ich werde als allererstes einmal den Button Nichts auswählen anklicken, sodass alle voreingestellten Punkte hier abgehakt sind. Der einzige Punkt, der wohl nie abgehakt sein wird, sind die Prozessversionen. Wenn ich den Prozessversionenhaken entferne, meldet mir Lightroom sofort ein Ausrufezeichen und ist sehr, sehr unglücklich darüber. Deswegen hake ich mir das wieder an und ich hake mir jetzt all die Punkte an, die ich jetzt gerade voreingestellt habe. Und das waren bei dem Basistonwert die Lichter, die Tiefen, die Klarheit und das Schärfen. Bei der Farbe war es die Dynamik und bei der Rauschreduzierung war es das Luminanzrauschen. Bei den Objektivkorrekturen habe ich die Objektivprofilkorrekturen angewendet, die chromatische Aberration und die Objektivvignettierung. Transformieren habe ich nichts verändert, Effekte habe ich nichts verändert, bei der Teiltonung habe ich nichts verändert, Gradationskurve habe ich in Ruhe gelassen, Weißabgleich auch und die automatische Tonwertkorrektur ebenfalls. Das waren die Punkte, die mir jetzt in meiner Vorgabe gespeichert werden sollen. Ich gehe hier auf Erstellen und ich habe hier unten eine neue Vorgabe mit dem Namen, wie ich sie benannt habe. Okay, ich kann das Ganze mal testen und hier das zurücksetzen, vergleichen das mal, alles wieder auf Null. Wenn ich jetzt hier draufklicke, werden die Werte wieder angewendet. Okay, schön, super. Aber das Problem ist, Lightroom macht das jetzt noch nicht beim Import. Dazu muss ich jetzt Folgendes machen. Ich muss jetzt hier oben auf Bibliothek wechseln und dann auf Importieren. Dauert einen kurzen Moment. Wenn bei dir das Importieren-Fenster eventuell nur in dieser Größe angezeigt werden sollte, klick hier links unten einfach auf diesen Pfeil nach unten und dann bekommst du die große Ansicht. Auf der rechten Seite befindet sich der Menüpunkt während des Importvorgangs anwenden und dort findest du einen Punkt, der heißt Entwicklungseinstellungen. Und wenn du jetzt hier auf den Pfeil nach oben, Pfeil nach unten klickst, kannst du hier unter User Presets deine gerade angelegte Vorgabe anwenden. Das Ganze kannst du jetzt speichern als neue, also aktuelle Einstellungen als neue Vorgabe speichern. Ich möchte meine Import-Kitea-Einstellung aktualisieren
und ich möchte es darin speichern. Deswegen klicke ich hier unten auf Vorgabe Kitea Import plus Einstellungen aktualisieren und nun werden die Einstellungen, die ich vorhin angewendet habe, auf alle meine neuen Bilder beim Import bereits angewendet. Ich finde, das ist ein riesen Zeitersparnis, denn gerade wie die chromatische Aberration vergesse ich so oft in einem Foto anzuwenden und hinterher ärgere ich mich und darf alles nochmal von vorne machen. Ich möchte dir die Vorgabe zum Download anbieten. Ich blende dir jetzt hier eine URL ein. Die URL befindet sich aber auch nochmal in der Videobeschreibung. Wenn du diese Vorgabe verwenden möchtest, kannst du diese einfach runterladen und installieren. Wie du eine Vorgabe importierst, zeige ich dir jetzt ganz kurz. Du gehst wieder auf das Entwickeln-Modul und gehst hier auf Benutzervorgaben mit der rechten Maustaste und sagst Importieren. Wählst dir die Vorgabe aus dem Verzeichnis aus, wo du sie gespeichert hast, klickst sie an, gehst auf Importieren und dann befindet sie sich hier. Okay, ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, lass mir einen Daumen nach oben da. Da unten befindet sich der Abonnieren-Button. Nie wieder ein Video von mir verpassen. Abonniere jetzt den Kanal. Folge mir auf Facebook. Die URL befindet sich in der Videobeschreibung. Falls du Fragen hast, gerne in den Kommentaren. Teile dieses Video mit deinen Freunden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Mein Name ist Jürgen Schütz und ich bin jetzt raus. Mach's gut. Ciao, bis zum nächsten Mal.